Der Saisonauftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2018-19 in Spa-Francorchamps wurde von drei schweren Unfällen im Bereich der Eau Rouge überschattet. Harry-Tinkten flog mit dem Ford GT heftig in die Barrieren. Die Ursache ist bekannt, ein Reifenschaden sorgte für den Abflug, den der Brite unverletzt überstand. Bei den Unfällen von Pietro Fittipaldi und Matteo Sagan rätselt man immer noch über die Hintergründe. Das SMP-Team hält sich bezüglich entsprechender Informationen ebenso bedeckt wie der Chassishersteller Dallaire. Eine entsprechende Anfrage von motorsport-total.com blieb unbeantwortet. Augenzeugen berichten jedoch, dass das LMP1-Auto von Sagan nach der Senke Unterluft bekam, abhob und sich in der Luft zweimal überschlug. Beim Einschlag in die Barrieren wurde der Wagen erheblich zerstört. Der russische Pilot kam aber offenbar ohne Blessuren davon. Bilder vom Schauplatz belegen, dass sich der BR1 Dallaire AER tatsächlich phasenweise in der Luft befand. Wie es zum Abheben kommen konnte, ist unklar. Nach Aussagen von Augenzeugen war kein anderes WEC-Auto in den Vorfall direkt verwickelt, Sagan soll jedoch einem Konkurrenten durch Eau Rouge recht dicht gefolgt sein. Auch bei Testfahrten in Spanien hatte es Unfälle mit dem Fahrzeug gegeben. Mikhail Aljoschin hatte sich dabei einen Arm gebrochen. Fittipaldi bricht sich beide Beine, es bleiben viele Fragen. Auch ACO und FIA wollen Antworten erhalten. Der Automobilweltverband hat das Thema Sicherheit ganz oben auf der Agenda. Entsprechend genau wird man sich die Analysen der Vorfälle von Spa-Francorchamps anschauen. Pietro Fittipaldi war im Qualifying mit einem baugleichen Chassis bei Tempo 280 km pro Stunde in Eau Rouge plötzlich geradeaus gefahren und auf der linken Seite in die Barrieren eingeschlagen. Der Brasilianer brach sich dabei beide Beine. Die gesamte Hydraulik brach auf einmal zusammen. Das Lenkrad saß plötzlich fest, ich konnte nicht mehr lenken. Ich war über 250 km pro Stunde schnell und versuchte noch zu bremsen. Aber das ging nicht. Ich schlug heftig in die Reifenstapel, berichtet Fittipaldi, der nach erfolgreichen Operationen am Freitag zur weiteren Behandlung in die USA geflogen werden soll. In 8 Wochen will der Enkelsohn von Emerson Fittipaldi wieder im IndyCar-Rennauto sitzen.
Punkt, 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 Punkt. Dragon's Be Team Boss will Auto erst selbst testen. Dragon's Be Team Boss Elton Julian hat angesichts der zahlreichen Zwischenfälle mit dem BR1 Dallaire kein gutes Gefühl. Punkt, 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 Punkt. Wir warten erst einmal ab, bis wir genau erfahren, was passiert ist, so Julian gegenüber sportscar365.com. Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Nach Informationen von motorsport-total.com fiel die Spannung im Bordnetz urplötzlich von 14,2 Volt auf 8 Volt ab. Dieses sorgte für ein Abschalten zahlreicher Systeme, unter anderem der Servolenkung. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt. Warum die Spannung zusammenbrach, ist bislang noch unklar. Punkt, 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 Punkt. Während bei Dallaire in Italien bereits ein Ersatzchassis für SMP aufgebaut wird, zögert man im Lager von Dragon Speed. Punkt, 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 Punkt. Punkt. Der nächste, der unser Auto dann fahren wird, werde ich selbst sein, sagt Julia, der viel Erfahrung von Einsätzen in Prototypen hat. Punkt, 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 Punkt. Es wird sich keiner meiner Fahrer in das Auto setzen, bevor ich nicht das Okay gegeben habe. Dass sich Menschen in meinen Autos verletzen, will ich keinesfalls. Punkt. Bis wir wirklich alles verstanden haben, wird das Auto nicht in Rennen fahren. Punkt, 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 Punkt.